Und damit willkommen zurück zum Let's Play Package Inspector. Folge 18, wir sind volljährig geworden in unserem Beruf. Schon fast 20 Jahre dabei, das ist crazy. Runde 18. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Diese miesen Rebellen. Ihre eigenmächtigen Aktionen kosten den Staat Millionen. Um wieder auf Kurs zu kommen, wird das Porto erhöht. Was wir davon haben? Nichts. Wir verdienen nicht einen Penny mehr. Eigentlich wollte ich schon längst in Rente sein. Oh, er klingt aber nicht gut. Ab sofort gelten neue Preise. Ihre Übersicht wurde aktualisiert. Viel Erfolg. Und ich habe gerade eben noch überlegt, drucke ich mir die Preisliste aus? Sie verändert sich doch sowieso nicht. Ja. Nein, das tun wir nicht. Also der Rest bleibt gleich. Schauen mal rein, was die verbotenen Länder sind. Ach du Schande. Ja, da machen wir jetzt, das machen wir jetzt ganz einfach und damit es absolut nicht zur Verwirrung führt. Und zwar, wir tauschen das Bild auf dem dritten Monitor dann jetzt gleich aus. So. Und ich lege mir... So, ich stelle mir jetzt mein Handy nach da. Und lassen das mal außen vor. So, verbotene Länder. Somni. Durchlauf Nummer 9 ist das jetzt. Vulkov und Sonbei. Gut. Da verabschiede ich die Flaggen. Hat keiner gesehen. Ja. Zudem, das ist total lustig, das kann ich euch mal gerade zeigen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Fotos gemacht habe, hatte das Buch nur 2 Lesezeichen. Jetzt haben wir mittlerweile schon 6. Das war vom Anfang. Zum Glück kommen keine neuen Länder dazu, Alter. Dann würde ich ausflippen. So. Ich bin gespannt. Kurzfleck, wir beleuchten alles jetzt mal nochmal zuerst. So, dann machen wir einen Drogenwischtest. Sieht gut aus. Dann kleben wir den Riss zu. Die Risse. So, das war's. So, das Ding geht nach Texien. Wiegt 5 Kilo. Jetzt müssen wir gucken, was drin ist. Oh, das könnte zu viel Essen sein. Kuchen 2000. 3000. Was darf's haben? Maximal 3000, ne? Das ist genau drauf, ne? Wer zählt der Apfel? Ja, okay, der Apfel zählt. Es ist zu viel Essen drin. Alles klar. Das ist gut. Ist sowas, Kotzfleck, was man sich unterbewusst zurückhält. Kotzfleck. Farmigal, ja, Flagge stimmt. Geht nach Texien. Rebellenpost, nein. Ja, Gewicht testet hatten wir. So, 7 Kilo, was ist denn da drin? Auf jeden Fall haben wir schon mal kein Essen. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 Sachen. 7, 6, 7. Das stimmt. Ein Stück trinken. Zerbrechlich. Medizin gefährlich. Zerbrechlich, Medizin gefährlich. Passt. So,
gesagt 7 Kilo. Jetzt muss ich auf die neue Preisliste gucken. 5 Inland jetzt. Das ist gleich geblieben. Den 5 Kilo Inlandsversand, den haben sie nicht verändert. Na, klasse. 5 plus alle 4 Aufkleber. Also wir haben jetzt neue Preise. Ich zeige das mal ganz kurz. Ich rechne es euch beispielhaft vor. 5 Kilo Inland plus, was habe ich gesagt? Medizinisch, zerbrechlich und gefährlich. Stimmt das? Ja. So, 5 Kilo sind 5. Medizin 6,50. Zerbrechlich 8,50. 9 und 10. Das stimmt. Ich stecke mir das jetzt hier vorne. So, in den Monitor rein. Die Preisliste. Genau vor den Drogentest. Ach. So, Lampe, Kotzfleck, Kotzfleck. Odums war okay. Genetexien, was ist da drin? Okay, wer lädt das so? Ist klar, kein Essen, zerbrechlich, tiefgekühlt, medizinisch und gefährlich. Alle 4 Aufkleber müssen drauf sein. Ist der Fall. So, wie ist es frankiert? Mit 11. Was wiegt denn das Ding? Oh Gott. Namenlose Straße 100. Alles klar, da weißt du Bescheid. 3 Kilo, also 3,50 bis 1,50 sind dann 5, 7, 8,50 und 11. Na also. Geht doch. Adler, Staatspost, alles klar. Wir gucken nach Rissen. Wo geht das hin? Bis nach Texien? Ja. Aha, die erste richtige Staatspost, jawohl. Also da kommt es wirklich nicht drauf an, ob die Risse zugeklebt sind oder nicht. Alles klar, toll. Aha, Rebellenpost. Fort. Na. Fingerabdruck. Drogen. Ozoron, stimmt, ist okay. So. Was ist denn da drin? 4 Sachen. So, das muss haben. Zerbrechlich, medizinisch tiefgekühlt. Medizinisch tiefgekühlt, zerbrechlich, das ist korrekt. Das Ding nicht 2 Kilo. Also. Und geht nach Kommunista. So, Ausland. 5,50, 7,50, 9,50 und 12,50. Das stimmt. Also. Geht doch. Kotzfleck.
Okay. Bogentest. Kriminia. Moment mal. Ah, das ist. Die Flagge ist Bullshit, alles klar. Weg damit. Prominenter Stelle einen Drogentest. Dann leuchten wir. Wellington. Oh, das Ding geht nach Texien. Alter. Sieht schlimm aus. Was ist da drin? Zwei Sachen. Zünder und Benzin. Also gefährlich muss drauf sein. Ist es? Okay, so 7,5. Also 5 plus gefährlich sind 6,50. Das ist richtig. Kotzfleck. Mausia, das ist richtig. So, zerbrechlich tiefgekühlt und gefährlich. War die Spritze gefährlich eigentlich? Nein. Ja gut, dann haben wir zerbrechlich und tiefgekühlt. Zerbrechlich und tiefgekühlt. Und Medizin. Ausland 55 57 59 1250 muss es haben. Das hat's. Es ist beleuchtet gewesen. Also passt es. Kotzfleck. Kotzfleck. Rainington, falsche Flagge. Hinfort. Farmigel, unten links gelb, das ist richtig. Geht noch ein Toki. Was sind wir da drin? Drei Dinge. Schwarzpulver, 40 Rattengift, jawohl. Muss gefährlich drauf sein, das ist richtig. Gewicht 1 Kilo, Ausland. Von 50 sind 8, ja, passt. Na also, ach, geschafft. Da ist sie, die perfekte Runde. Guten Abend, liebe Mitbürger. Jedem, der die sogenannten Rebellen in irgendeiner Weise unterstützt, scheint dieses schöne Land und wofür es steht, zu hassen. Als direkte Konsequenz für dieses Fehlverhalten ordnet unsere uns alle dennoch liebende Staatsführung an, in gewissen Sektoren die Preise leicht anzuheben. Sehen Sie es bitte als einen Betrag zur Sicherheit des Lebens in Texien. Lang leben die Landsväter, Ihr Radio Texien. Auch er hat Fehler drin. Es meldet sich die taxische Freiheit. Wieder einmal werden die Gebühren vom Staat erhöht. Und dies nur zur Bereicherung ihrer selbst. Die Quittung hierfür stellen jedoch wir aus. Bad wird abgerechnet, Präsidente! Aha, da bin ich mal gespannt. Das werden wir aber dann beim nächsten Mal rausfinden. Wie das weitergeht, wir spielen heute ja nicht weiter. Mehr geht jetzt in meinen Kopf nicht mehr rein. So. Ein letztes Mal Freiheitsbonus für heute verteilen. Nach der Schwabenmethode. Wer lesen möchte, hält bitte an.
So. Was haben wir denn? 545. ...542 und 549, dann nehmen wir noch die 501 und weiter geht's. Das Spiel wurde gespeichert. Sehr schön. So. Das war's an dieser Stelle allerdings für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung und durch den Kanal durch, was wir sonst noch so für tolle Sachen machen. Wir machen ja nicht nur das hier. Schaut auch gerne auf unserem Discord-Server vorbei. Und ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.